Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren magischen Episode Let's Play Hogwarts Legacy. In der letzten Episode haben wir in der Gestalt des Schulleiters Black unseren Hauselfen gesucht, weil wir brauchen nämlich das Passwort fürs Büro. Dort soll die dritte Prüfung stattfinden. Und jetzt sind wir auch endlich im Büro und wie es weitergeht, nach dem Intro. Viel Spaß! Da sind wir wieder zurück, Freunde. Das Schulleiterbüro und es ist einfach episch, ja? So, lasst uns gar nicht lange schnacken. Wir nutzen das Buch der Weisheit. Wo bin ich? Professor Fitzgerald, hören Sie mich? Ich bin hier. An diesem Ort können Sie mich Neef nennen. Sie werden eine Fabel erleben. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Nutzen Sie unterwegs die Werkzeuge, um mich zu finden. Die Werkzeuge? Zuerst brauchen Sie einen Umhang. Leute, das hier erinnert wie mich. Auch im Leben nimmt der Tod viele Formen an. Meiden Sie sie um jeden Preis. Das erinnert sehr, sehr, sehr stark an Beedle den Barden, die Geschichte der drei Brüder. Wir versuchen uns einfach mal hier dran vorbei zu sneaken. Oh oh. Durchquere die Stadt ohne gesehen zu werden. Ich könnte mir vorstellen, das wird ein bisschen, tricky. Wow, ich war's nicht. Das ist meine Chance. Ich komme, Neef. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Ja. Das wäre jetzt der Fall. Okay. Wir verstecken uns. Da vorne ist eine Treppe. Wir müssen warten, Leute. Wir müssen warten und geduldig sein. Okay, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Schnell. Aber auch nicht zu schnell, Freunde. Der Tod. Okay. Aber direkt weiter. Das sieht doch gut aus. Das Örtchen hat ein bisschen eine Leiter. Ähnlichkeit. Vielleicht finden Sie mich nicht, wenn ich hochklettere. Es hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Hogsmeade. Dann sollten wir da mal hoch. Einfach mal hier auf dem Dach rumrennen. Ich sollte weiter, solange ich kann. Neef muss hier sein. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Überqueren, also straight drüber. Wenn der sich umdreht, sind wir gearscht. Es sind viel zu viele. Okay. Da muss ich hin. Ich muss einen Weg an ihnen vorbeifinden. Komm, dreh dich um. Brav. Guck
Kusch, kusch. Weg mit dir. Weg mit dir. Dankeschön, dankeschön. Sehr gut, sehr gut. Okay, da ist er wieder, der Tod. Mal hier ohne Camp. Vielleicht kriegen wir daraus ein geiles Thumbnail. Wäre schon saftig. Da lauert nur mehr Gefahr. Es muss noch einen anderen Weg gehen. Ich muss umkehren. So komme ich nicht an ihn vorbei. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Die Tür scheint verschlossen. Ich muss weiter. Ich habe keine Wahl. Was ist verschlossen? Oh. Ja. Oh, fuck. Bleib da hinten, bleib da hinten. Bleib da hinten, Alter. Puh. Okay. Das ist meine Chance. Bin gar nicht da. Kommt, haut ab. Okay, hier lang. Aha. Dort geht es weiter. Ist eine Abwandlung von Lily Sam. Aha. Wie kann das sein? Ich bin unsichtbar. Okay, wir haben den Tarnumhang. Einer, der wahrlich unsichtbar macht. Das heißt, wir kommen hier durch. Sie können mich nicht sehen. Ich kann mich ihnen nähern. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich zu nah ran will. Aber wir haben den Tarnumhang. Hier geht's weiter. Endlich frei. Jawohl. Wo bist du, Neve? Ist zum Glück gar nicht hell oder so. Sie sind dem Tod entgangen, aber sie haben mich noch nicht gefunden. Das ist der Elderstab. Doch diesmal können sie sich nicht verstecken. Oh. Nutzen sie den Zauberstab vor ihnen. Vergeuden sie nicht seine außergewöhnliche Macht. Es ist der stärkste Zauberstab von allen. Der ist nicht mysteriös. Ich weiß, was ein Zauberstab ist. Das ist der Elderstab, Freunde. Toll! Jawoll! Ich habe noch nie so eine Macht gespürt. Bombarda! Wow! Ach du meine Fresse! Das Ding ist ja richtig strong. Das ist ja mal unglaublich stark. Oh, gucke mal. Ein schwarzes Mäh. Oha. Depulso! Protego! Stufo! Depulso, Descendo. Stufo. Defendo. Oh, fuck. Wie der Mucken ist. Bombarda. Was? Ach, das war's schon. Lol. Okay. Sehr gut, sehr gut. Uns fehlt übrigens nur noch ein Heiligtum, dann sind wir der Gebieter des Todes.
Wie gut ist das denn bitte? Oh, das sieht mir sehr nach Arena aus. Ach, dem war auch so. Hi. Bombard. Nö. Defendo. Bombarda. Impulse. Okay, du. Oh, ja, voll. Stufe. Descendo. Depulso. Descendo. Stufe. Lass das. Depulso. Potato. Stufe. Alter, wie wir abgehen da mit dem Zauberstab. Alter, 320 nur mit dem Basis, sauber. Das schmeckt mir. Protego, Defendo. Das ist ja mal sowas von krass. Wow. Einfach nur. Wow. Das schmeckt. Das schmeckt richtig. Diese Macht. Oh, weia. Ich glaube, wir haben ein Problem. Oh je. Okay, go. Stufe. Bombarda. Impulso. Descendo. Defendo. So, ein Troll weniger. Bombarda. Stufe. Oh, da ist auch noch einer. Protego. Na. Mist! Bombarda, Depulso, Descendo, Defendo. Boom, Junge! Boom! So ein Feuerball, Junge! Bombarda! Stufe! Alter, wir sind so übermächtig! Bombarda, Depulso! Wow, wer war das? Welcher kleine Schlingel war das? Protego! Defendo. Stufe. Defendo. Bombarda. Krass. Woo! Was willst du? Oh, fuck. Protego. Stufe. Impulso, descendo. Wo kommst du denn jetzt her? Impulso, descendo. Defendo. Protego, stufe. Alter. Das ist ein richtiger Hau drauf, der Bursche. Darf ich mal? Stufe. Halt den Mist! Bombarda! Depulso! Protego! Descendo! Defendo!
Geh mal her. Ich brauch die Sachen. Umbada. Umbada. Depulso. Estendo. Defendo. Woo! Das war geil. Das war richtig, richtig geil. Wow. Oh, ein starkes Set auf jeden Fall. Ein starkes, starkes Set. Also zusammen mit dem Elderstab einfach ein Träumchen, ja. Oh, was ein erhabener und mächtiger Moment das gerade ist. Wow. Krass, einfach krass. Ein schlichter Stein. Der muss für mich sein. Schlicht? Das ist der Stein der Auferstehung. Und dadurch, dass wir jetzt gerade im Besitz aller Heiligtümer sind, sind wir der Gebieter des Todes. Krass. Einfach nur krass. Sie sind noch lange nicht fertig. Gehen Sie durch die Trauernden vor Ihnen. Nichts ist, wie es scheint. Neve ist tot. Arme Neve, sie war noch so jung. Lasst uns ihr Andenken führen. Nichts ist, wie es scheint, Leute. Das nenne ich mal eine sehr geile Prüfung. Sie haben mich gefunden. Doch sie können Geschehenes nicht rückgängig machen. Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst. Und das war's dann wohl auch schon. Aber das ist einfach nur krass. Aber es gibt kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Weil sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten sie das nicht immer auch tun. Denken Sie daran, wenn Sie meine Erinnerung sehen. Okay, Professor. Machen wir. Da bin ich ja mal gespannt, Leute. Eine weitere Erinnerung. Isadora, was Sie für Ihren Vater getan haben, bemerkenswert. Nicht wahr? Und Percival braucht sich auch nicht um die Gefühlsstränge oder die Spuren dieser Magie Sorgen. Es gibt einen Weg, das alles zu beherrschen. Sie machen weiter. Kobold-Silber. Sie haben es einem Kobold gesagt? Keine Sorge, er ahnt nicht, was wir da verwahren. Wir wissen nichts über die möglichen Auswirkungen, die Gefühle, die dunkle... Ach, Sie klingen wie Percival. Und ich kenne sie sehr wohl. Sie ist eine Quelle der Macht, des Fokus. Irgendwie scheint sie meine Zauberkraft zu verstärken. Ich verstehe nicht, Isadora. Wir können sie nutzen. Macht wie diese ist kein Spielzeug. In den falschen... Sie sahen, wie ich meinem Vater half. Oh, Neve, wir könnten so viel Gutes tun. Jeder von uns trägt doch Schmerz in sich.
Was tun Sie? Tief einatmen. Spüren Sie das? Oh, Isadora. Schluss damit. Mit all dem. Sie haben diese Macht so lange verheimlicht, weil Sie sie fürchten. Ich gebe mich ihr hin. Ei. Die ist, die Morgeneck ist ein bisschen am Durchdrehen, Freunde. Ganz geringfügig, würde ich mal sagen. Fällt kaum auf. Revelio. Haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Wahrscheinlich nö. Gut, dann ab zurück zur Kartenkammer, Freunde. Sprich mit dem neu eingetroffenen Hüter. Aha. Ah, und Professor Fake ist auch da. Hi. Stimmt es? Jemand hat die ersten drei Prüfungen abgeschlossen? Das ist es. Und das habe ich. Aber Sie sind so... Jung? Ich weiß. Sie müssen Professor Bakar sein. Stimmt. Schön, Sie kennenzulernen. Die Erinnerung aus dem Denkarium eben. Hat Isadora schmerzhafte Emotionen inhaliert? Oh ja. Es war verstörend. Ich fand es verstörend. Aber wie hat sie daraus Macht geschöpft und sie sich zunutze gemacht? Es war verstörend. Ich wundere mich jedoch, dass sie nach ihrer Macht fragen. Ich teile den Standort meines Denkariums nur ungern mit jemandem, der die Verantwortung der Macht vielleicht noch nicht verstanden hat. Ich versichere Ihnen, Professor, das tue ich. Doch Sie wissen noch nicht, dass ein gefährlicher Kobold namens Ranrock sich Zugang zu dem Behältnis auf Schloss Rookwood verschafft hat. Er hat gelernt, den Inhalt als Quelle immenser Macht zu nutzen. Er will diese Macht gegen die Zauberwelt einsetzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe. Dennoch ist das Wissen, das Sie über meine Erinnerungen erlangen werden, zu wertvoll, um es unüberlegt weiterzugeben. Wow. Ich brauche Zeit, um mich mit den anderen Hütern zu beraten. Krasser Typ, Mann. Uns bleibt wohl nichts als zu warten. So frustrierend das auch ist. Ich hörte, was Sie Professor Bakar erzählten. Isadora atmete Emotionen ein, um Macht zu erlangen? Ja. Und sie hat Professor Fitzgerald ebenso wie ihrem Vater Emotionen entzogen. Ohne Erlaubnis. Abscheulich. Sie sagte sogar, sie hätte einen Weg gefunden, die gewonnenen magischen Spuren zu speichern. In Koboldsilber. Die Behältnisse. Möglich. Da ist etwas, das ich vorhin nicht sagen konnte. Ranrock hat an Orten gegraben, die mit den fünf Namen in den Tagebüchern eines Koboldschlossers namens Brackbord zu tun haben. Fünf Namen? Die Hüter. Und wer noch? Isadora Morgannock? Ganz genau. Er war uns immer einen Schritt voraus. Gringotts, der Turm, Schloss Rookwood. Wenn die Hüter Ihnen nicht verraten, wo die nächste Prüfung stattfindet, behalten wir zumindest Ranrock im Auge. Vielleicht führt er uns zu weiteren Informationen. Vielleicht. Ich hoffe, bald von Lodgok zu hören. Seit den Bohrern kam nichts mehr von ihm. Oh, und wie Sie bestimmt schon wissen, hat Ihr Vielsaftplan perfekt funktioniert. Ich wusste es. Vielleicht habe ich Black zu gut abgelenkt. Ich wusste ja nicht, dass er nicht viel Feuerwhisky verträgt. Uff. Ja. Ich mag den. Also unseren Professor Fick. Den finde ich großartig. Auftrag abgeschlossen. Prüfung von Niamh Fitzgerald oder sowas. Keine Ahnung. Na, auf jeden Fall, die Prüfung war mal was anderes. Und das hat nochmal richtig frischen Wind reingeballert, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte wegen deines Koboldfreundes nicht so reagieren dürfen. Nee, hättest du nicht. Ah. Ich hoffe, wir können das Triptychon fertigstellen. Triff dich bitte an der Südküste mit mir. Dann suchen wir den letzten Teil der Leinwand. Professor Weasley, was möchte sie denn? Eulenpost. Professor Weasley wollte mir irgendwas mitteilen. Das ist nicht da.
Deek sagt, dass er Ihnen seine Erfahrung mit dem Phönix mitgeteilt hat. Bitte sprechen Sie bei Gelegenheit mit ihm. Er hat einen durchaus interessanten Vorschlag für Sie, Professor Weasley. Das sollten wir auf jeden Fall mal abchecken. Aber, und das, bevor wir das vergessen, große Treppe. Ich möchte nochmal darauf, den Schlüssel, den wir eingesammelt haben, den würde ich ganz gerne nutzen, okay? Guten Tag. So, das heißt, wir müssen nochmal Richtung Büro des Schulleiters. Das ist ja kein Problem. Machen wir. Ganz auf Tiefen entspannt, Freunde. Aber ja, wir sind auf dem richtigen Wege. Das ist ja schon mal gut, ne? Würde ich sagen. Ja, dann sind wir hier so hochgelaufen. Es gibt so krass viele Treppen hier, ne? Es ist nicht mehr feierlich. Okay, da ging es zum Schulleiterbüro. Das heißt hierhin. Können wir den Schlüssel nutzen? Wie geil ist das denn bitte? Herausforderung abgeschlossen. Löse die Geheimnisse von Hogwarts. Okay. Geil. Loot. Loot. Noch ein neuer, nicht identifizierter Gegenstand. Für unser Face. Gib mir mal bitte... Lumos. Ein bisschen was sehen wäre schon sinnvoll. Okay, was ist das hier für ein Turm? Das sieht mir voll aus wie eine Phönixschale oder so. Bitte was? Feder der Aufnahme und Buch der Zulassung? Alter. Die Feder der Aufnahme und das Buch der Zulassung wurden von den Gründern hier platziert und sind seither unangetastet geblieben. Sie tragen den Namen jedes angehenden Hogwarts-Schülers ein, sobald er erste Anzeichen von Magie zeigt. Aha. Obwohl die Feder nachsichtiger ist als das Buch, das manchmal zuschlappt, bevor ein Name eingetragen wird, wenn die Anzeichen von Magie nicht dramatisch genug sind. Aha. Das ist das Buch der Zulassung. Ice Cold. In diesem Buch stehen dann irgendwann auch die Namen von Hermine Granger, Harry Potter, Ron Weasley und so weiter hier drin. Das ist ziemlich krass. Ich war noch nie in diesem Raum. Ich bin gerade ein bisschen beeindruckt. Okay. Man achte auch auf dieses kleine Detail hier mit diesen Lampen. Für jedes Haus eine Halterung. Was haben wir hier noch? Revelio. Was macht hier Bing? Das ist ja mal sowas von krass, hier zu sein. Ho. Ein erhabener Moment, Freunde. Ein erhabener Moment. Großartig. Einfach großartig. Verdammte Axt. Ah, jetzt ist das Ding zu. Ah, es geht aber auch wieder auf, wenn wir da hingehen. Smart, Freunde. Smart. Dann gucken wir ganz kurz einmal. Sammlung. Herausforderung. Perfekt.
Wir schauen mal gerade, ob wir neue Sachen freigeschaltet haben. Yo. Kobolde fertig. Inferi, nö. Schwarzmagier. Besiegt. Unser Protego-Schild ist, also, als Rune jetzt könnten wir das noch stärker machen. Aber ich finde, dass unser Protego schon stark genug ist, definitiv. Aufträge. Hier ist noch nichts fertig. Halt, hier ist was fertig. Perfekt. Erkundung. Erkundung sind wir doch so richtig schlecht. Löse ein Geheimnis von Hogwarts. Wir haben alle drei. Ist das geil. Das ist ja Sweetestens, Freunde. Handbuchseiten. Hier fehlen uns noch welche und da auch. Aber auch dann sind wir hier bald fertig. Das ist ja... Ja, schon bemerkenswert. Verbessere Ausrüstung. 15 Mal. Boots, fertig. Rette 20 Tierwesen. Das kriegen wir auch bald hin. Züchte 2 einzigartige Tierwesen. Das heißt, es wird im Wesentlichen erwartet von uns, dass wir Tierwesen noch züchten. Das heißt, unsere Tierwesen müssen viel Bunga Bunga machen. Ja? Das ist Fakt. Das ist ja krass. So, Sammlung. Okay, das sind jetzt so die ganzen Skins und so weiter. Talente. Ich würde fast sagen, dass wir jetzt langsam aber sicher in die dunklen Künste investieren. Ja, damit wir dort auf jeden Fall auch stärker werden. Den Rückstoßfluch. Flipendo nutzen wir selten. Arrestum Momentum benutzen wir auch kaum. Okay. Ein Treffer gegen einen Gegner, der mit Crucio verflucht wurde, setzt ein Geschoss frei, das einen Gegner in der Nähe verflucht. Das wäre schon mal geil. Imperio kann man auch nutzen. Ein Flucheffekt haftet länger an einem Gegner. Finde ich gut. Machen wir. Also das sind die Sachen, die müssen wir auf jeden Fall... Das müssen wir auf jeden Fall lernen. Da haben wir noch haufenweise vor uns, Freunde. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ausrüstung haben wir ja wieder ein paar Gegenstände. Neuen Zauberstabgriff zum Beispiel. Es ist schon echt krass, was man hier einfach alles machen kann. Mui, gut. Alter, hier. Das Ding verbessert uns noch in der Verteidigung. Okay. Den hatten wir doch. Oder ist das ein neuer? Handschuhe sind wir auf Maximum. Ja, hier wissen wir es noch nicht, weil nicht identifiziert. Das würde uns verschlechtern. Also mit dem Schal haben wir richtig gearbeitet. Das würde nur die Verteidigungswerte hochziehen. Habe ich da vergessen, Sachen abzugraden? Ja, im Wesentlichen haben wir uns schon mal gesteigert. Ich meine, das ist die Hauptsache. Ja, sieht gut aus. Okay. Dann würde ich aber sagen, Ladies and Gentlemen, sind wir offiziell am Ende einer Episode angelangt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, checkt doch mal die Videobeschreibung ab, denn dort findet ihr Partner zu Gaming Triebwerk und den Merch verlinkt. Eine positive Bewertung wäre natürlich auch super. Support ist kein Mod, ihr kennt es. Ja, würde ich sagen, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit Öl und einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao.